Advent, Advent. Guck mal, was in unserem heiligen Adventskalender sich versteckt. Wow! Das ist schon der 24. Guck mal, was wir bekommen haben. Das ist der Bambi. Aus dem Jahr 2004. Einer der besten Brunelli, die dir Welt zu bieten hat. Und das noch dazu gut zu uns passend. In der großen Flasche. Und die Kiste? Ja, die Kiste gibt es auch. Hier in der Rauwelsadler und Weinhandlung gibt es dieses große Fläschchen, das große Qualität zu kleinem Preis verspricht, in der großen Kiste. Unglaublich. So, weg die Kiste. So, wie schon gesagt, hier, Castello Banfi, ist einer der größten und renommiertesten Produzenten, die wir in der Toskana im Brunello-Gebiet haben. Ganz, ganz altes Weingut, sehr viel Historie, sehr viel Tradition. Nichtsdestotrotz wirklich up-to-date. Das heißt, wir machen mit das Schönste, was man finden kann. Und wir gucken jetzt hier mal rein. Der Brunello ist natürlich einer der großen Weine Italiens, aus dem Sangiovese, aus der Rebsorte, die auch den Chianti macht, nur dass sie hier eben noch eine feinere Ausprägung hat und eine elegantere Facette mit sich bringt. Ja. Ja. So, das mal. 2004, wunderbarer Jahrgang, kann man jetzt trinken, sollte man ein bisschen eigentlich dekantieren und ein bisschen Zeit geben dem Wein, aber wird bestimmt noch 10, 15 Jahre halten, überhaupt in der großen Flasche. Die Weine sind in Großflaschen sowieso langsamer reifend, deswegen sind Großflaschen auch ein wunderbares Format, wobei so eine Magnumflasche natürlich ein unpraktisches Format ist. Für einen ist es zu viel und für zwei ist doch zu wenig. Gucken wir mal. Wenn man reinguckt, mal die, schon mal die Farbe anschauen, in dem weißen Untergrund sehen wir es noch besser. Das ist typisch Brunello oder Toskana. Man hat leicht bräunliche, kaminrote Ränder und der Wein ist auch nicht schwarz, sondern eher fast von diesen bräunlichen Noten durchzogen, was die Reife auch schon zeigt, aber kein Anzeichen von Überreife. Das ist ganz im Gegenteil. Das ist typisch für diese Weine. Wenn man riecht, sehr fein, elegant. Würznoten, Himbeere. Bisschen Erdbeere, leichtes Zedernholz, eine Spur Pflaume, Lakritz, Olive. Ist ganz fein und delikat. Auch hier geschmeidig, eine seidige Textur. Am Gaumen sehr rund, geschliffen und doch lang im Abgang. Hat eine sehr, sehr elegante und für einen Brunello milde Säure, was ihn zu einem wunderbaren Begleiter macht. Wenn Sie ein Festtagsmenü jetzt zu Weihnachten haben, dieses Fläschchen auf den Tisch stellen und da einen wunderschönen gebratenen Hirschrücken dazu nehmen, also wild ist auf jeden Fall ein toller Begleiter dazu. Geht natürlich auch wunderbar, wenn man so schön ein schönes Steak hat, Beefsteak Fiorentina oder so, hier ein paar Leute. Wunderbare Begleitung dazu. Es soll einem am Festtag nichts Schlimmeres passieren, als dass er den Brunello hier aus der Lorenz-Adlon-Weinhandlung trinken darf. Noch dazu mit Menschen, die man lieb hat.